Der erste Tag, an dem das Auebad hier in Kassel wieder geöffnet hat. Sie sehen es im Hintergrund, es ist nicht allzu viel los heute. Gestern konnte man erst Bescheid geben, dass heute das Auebad wieder geöffnet ist. Dazu kommt, dass man einen negativen Corona-Schnelltest braucht, um dann eben hier reinzukommen. Und man muss sich auch online vorher anmelden. Es gibt Badeslots, etwa 2,5 Stunden sind die lang, so wie sie es aus dem letzten Sommer einfach auch gewohnt sind. Das Coole, dass seit 4 Wochen ist dieses Bad eigentlich schon wieder hergerichtet. Denn man hat hier, das haben mir die Bademeister eben erzählt, schon im Schnee im Winter gearbeitet und konnte dann hier alles herrichten und alles sauber machen. Wir können mal in die Duschen reinschauen, da überall Desinfektionsmittel. Also es ist sehr hygienisch rein und im Moment dann auch noch leer. Am Wochenende soll es dann aber wieder richtig warm werden. Bis zu 26 Grad hier in Kassel unter anderem. Und entsprechend wird es dann hoffentlich auch wieder ein bisschen voller, denn die Freibädersaison, sie ist jetzt hiermit eröffnet.